Ich finde, und das sage ich ganz offen, dass es in dieser Region Probleme gibt, die vorrangiger sind. Und da muss der Sport auch momentan vielleicht etwas zurücktreten. Das ist aber eine sehr faire Äußerung. Willi Entenmann, der Trainer des 1. FC Nürnberg, hat den Ruf, ja, menschlich zu sein. Wenn ich auf der Straße sitzen würde, dann mache ich mir andere Sorgen. Mhm. Da freue ich mich mit dem Verein, aber Sorgen habe ich da andere. Mhm. Das sind Existenzprobleme und die haben eben Vorrang. Und ich glaube, das sehen die Verantwortlichen in ähnlicher aber, Form. Aber trotzdem, ist denn der FC Hansa für Sie ein wirklicher Gegner? Das heißt wirklicher Gegner. Wir sind selber eine Mannschaft, die mit nur dem Abstieg gegangen ist. Und wenn einer Meister wird heute in der ehemaligen DDR-Liga, muss man dazu sagen, und im europäischen Wettbewerb der Landesmeister dabei ist, dann ist es eine gute Mannschaft. Und ich persönlich, da kann man, glaube ich, immer nur die persönliche Meinung äußern, freue mich, dass diese Mannschaften in der Bundesliga sind, weil jahrzehntelang hat man drauf gewartet, hat sich gefreut. Ja, gibt es eine neue Farbe auch? Ich finde, das ist einfach, wenn wir jetzt einiges Deutschland haben wieder, mit diesen neuen Bundesländern, dann erwarten wir auch, dass dort Mannschaften sind, wo man dann auch hinkommt und die in der Bundesliga bestehen. Und deswegen wünsche ich beiden wirklich ganz offen, dass sie der Bundesliga erhalten bleiben. Und ich bin überzeugt, dass sie es auch schaffen. Es ist eine Bereicherung für die Liga. Auch also einfach auch für uns hier. Wir sind in Rostock, das ist was Neues. Man hat wieder Kontakt zu Menschen, die man jahrzehntelang praktisch nicht gesehen hat. Und man merkt jetzt erst, wie aufgeschlossen die Leute sind. Man hat sich ja da selber irgendwo fast daneben gestellt. Und jetzt ist das alles wahr geworden und ich finde es nur fantastisch, dass das so gelungen ist. Und ich glaube auch in 3-4 Jahren ist das alles so verschwommen, dass das überhaupt keine Rolle mehr spielt. Das heißt, dann ist das nichts Neues mehr, dann ist das Alltag. Den Spielbericht verdanken wir den Rostocker Fernsehleuten vom Landessender Mecklenburg-Vorpommern. Es war Fußball voller Leidenschaft, mit wunderschönen Spielszenen. Rostock ohne Schwachpunkte und mit einem bestens aufgelegten Florian Weichert. Und wieder ist es Weichert. Das erste Tor eigentlich nur eine Frage der Zeit, bei dem Druck, den Hansa machte. Und das passierte dann auch in der 27. Spielminute. Eingabe eines weiteren Neulings, Stefan Böger, und Weichert ist zur Stelle. 1:0. Das erste Bundesligator ist für Hansa gefallen. Jubel auf der Mannschaftsbank, auf allen Rängen und natürlich auch bei den Spielern. Zonenpower, Zugabe, Zugabe, riefen die Fans und wurden erhört. In der zweiten Halbzeit fielen noch 3 weitere Tore für die Hanseaten. 4:0 für Rostock hieß es am Ende. Die Bundesliga hatte ihre erste große Überraschung und einen Tabellenführer aus dem Osten. Ich glaube, das war heute ein guter Anfang, dass der FC Hansa sich wirklich als Team gezeigt hat, dass der eine für den anderen da ist. Ich glaube, wir haben die Lehren nach dem Spiel gegen Karlslautern gezogen. Wenn man das Spiel als solches betrachtet, glaube ich, ist es dann auch einfacher, mit einem 1:0, mit Euphorie, mit Publikum, auch sogar für guten Fußball zu spielen. Ich glaube, der Knackpunkt des Spiels war, dass wir nach der Halbzeit uns nicht auf dem Vorsprung 1:0 ausgeruht haben, sondern wirklich versucht haben, das zweite und dritte zu machen. Da gehört natürlich eine Portion Glück zu, aber Glück hat der Tüchtige. Ich glaube aber, dass wir dieses Spiel verdient gewonnen haben, dass wir uns freuen mit Sicherheit, aber ab Dienstagmorgen wieder vernünftig trainieren. Und dann steht das zweite Spiel von 38 schweren Spielen an. Dankeschön. München. Erstes Auswärtsspiel, erste Westreise. Die Vorbeifahrt am Siegestor, eine besondere Aufmerksamkeit des Busfahrers an die Spieler des FC Hansa. Die Konkurrenz überholt rechts. Autogrammjäger vor dem Hotel, ein noch ungewohntes Geschäft. Danke. Das gehört dazu, was? Muss. Was sind Ihre größten Hoffnungen? Ja, die Hoffnung ist, dass wir das erste Jahr in der Bundesliga bestehen und dass wir für einige gute Schlagzeilen sorgen wollen. Was sind Ihre größten Ängste? Ja, meine größten Ängste sind vielleicht, dass es im Ganzen, außerhalb vom Fußball, dass es doch durch diese Unruhen und dass der Frieden in Europa zerstört wird und dass es eigentlich ein friedliches Leben auf der ganzen Erde gibt. Ne? Nachdenkliches Mittagspause. Mit welchem Gefühl sind Sie nach Rostock gegangen?
Eigentlich mit einem guten Gefühl, weil sonst wäre ich nicht hergekommen. Ja, sind Sie ich habe mir vorher Entwicklungshelfer? Nein, ich sehe mich nicht als Entwicklungshelfer, weil hier wird genauso gut Fußball gespielt wie bei den anderen Vereinen auch. Sondern ich habe einfach abgewägt und habe gedacht, dass ich hier gute Bedingungen habe und gut Fußball spielen kann und mich weiterentwickeln kann. Da der Trainer auf Spieler Wert legt, die sich weiterentwickeln wollen und die Mannschaft weiterbringen kann. Und das war einfach der ausschlaggebende Punkt für mich. Ich glaube, wir haben eine gute Mannschaft und wir werden in der Bundesliga noch einiges bewegen. Das hoffen wir auch zum Beispiel heute. Ja. Es wird mit Sicherheit schwer heute, aber wir wollen alles geben. Hoffen wir, dass was Gutes dabei rauskommt. In München spielen, im Olympiastadion, ein Traum ging in Erfüllung. Ein Traum, den sich die Rostocker Fans viel kosten ließen. 60 D-Mark für die 12-stündige Busfahrt plus Eintrittskarte. Und dazu gleich eine Enttäuschung. Nach 3 Minuten die 1:0-Führung durch Roland Wohlfahrt. Und das hat den Bayern noch selten gut getan. Möglicherweise aber den Osthanseaten. Was hatten sie auch schon zu verlieren? Juri Schlünz, der Kapitän, wurde in den Kampf geschickt. Zonenpower. Die Rostocker wussten die Schlafmützigkeit zu schätzen. Und da auch die Mittelfeldspieler keine Lust hatten, für die anderen mitzulaufen, war das Tor nur eine Frage der Zeit. Der Torschütze Roman Sedlacek. Tor für Rostock. 1-1. 1-1. Nicht beim Unentschieden bleiben. Weiterkämpfen, nach vorne. Dass das desolate Abwehrverhalten von den cleveren Rostockern bestraft wurde, war dann letztendlich nur konsequent. 2:1, Jens Wahl, der Torschütze. Jubel bei den Herren aus Rostock auf der Ehrentribüne. Endlose Minuten bis zum Abpfiff. Und dann? Sieg! Hansa bleibt Tabellenführer zur Überraschung der Experten und zur Freude des Ostens. Rostock, die alte Hansestadt, die nicht die Hauptstadt des neuen Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern wurde, hat über Nacht einen neuen Sympathie- und Werbeträger bekommen.